So, willkommen zurück. Letzte Folge war kein Sound. Fällt mir natürlich mal erst hinterher auf. Weil ich hatte ja Sound, nur ihr habt ihn nicht gehört, weil nicht aufgenommen wurde. Aber weglassen kann ich es ja auch nicht. Und es gibt nur einen Speicherpunkt in diesem Spiel, das heißt, ich kann es auch nicht ändern. Ich hätte sonst gerne für euch nochmal gespielt. Aber bis auf die epische Bossmusik fehlt ja eh nichts. Guck mal, jetzt gucken wir diesen Lichtkreis an und dann gucken wir mal, wo wir ankommen. Aha. Ah, nur Londo. Ah, ich muss jetzt einen Giant Smith finden, damit er mir meine Waffe upgradet. Fängt ja super an, ohne Feuer und so. Ist aggressiv. Komm. Wunderbar. Der ist zu stark. Jetzt kommen wir hinten raus, ne? Weil wir keinen Speicherpunkt gefunden. Egal. Damit ich hier sterbe, muss ich mich schon anstrengen auf dem Weg. Da fehlt ja nichts mehr. Oh doch, der lebt wieder. Ist ja gemein. Den haben wir doch extra mühselig abgeschossen. Nicht runterfallen. Also keine Ahnung, was gemeint ist mit Abkürzung. Bist du nie gestorben? Ja, ist schön. Okay, die Speerwaffe ist gegen die nicht gerade so günstig, so mit dem Rapier. Mit unserem Curved Blade. Wo ist es denn?
Boah, ganz schön agil dafür, dass er so groß ist. Okay, jetzt noch so eine. Oh Gott, zwei Stück. Dann gehen wir in die andere Richtung. Hinten sind Kisten, ne? Die werde ich mal in Wiederbelebungsfeuer, bevor ich mir irgendwelche Fisimatenten überlege. Das gebe mir die Sicherheit, dass ich die Seelen ausgeben kann. Generell meine eigene Sicherheit verstärken. Da ist ein... Oh Gott. Okay, man darf nicht stehen bleiben und dann fährt er wieder hoch oben. Ist auch kein Leucht, kein Bonfire in der Nähe. Ja, die groß mich mir jetzt anlegen, wenn ich gespeichert habe in der Nähe. Kopfschüsse. Ach, da fehlt immer von oben nach unten jetzt. Okay. Irgendwo ein Leuchtfeuer. Das ist nur so ein Gargoyle. Hey. Oh, ein Schwätzchen jetzt sich fällt. Aha. Gargoyle Bar. Wo ist der Speicherpunkt hier? Nach dem Bosskampf muss er einen schnellen Speicherpunkt finden hier. Brauchst Menschlichkeit, hört sich ja gut an. Es sei natürlich, das Ding kommt nicht rüber. Ungünstig. Ich möchte jetzt keine Kraxelaktion machen, ohne dass ich einen Speicherpunkt in der Nähe habe. Das ist doch nicht nett. Mal hier irgendwo hochklettern wieder. Nee. Und hier? Nee. Ne, ich komme nicht zurück. Mal gucken hier. Und hier komme ich wieder zurück. Such mal weiter. Okay. Aber
irgendeiner von den Wänden hier falsch ist. Wenn wir ihn hier herausfinden. Da drüben ist bestimmt das Leuchtfeuer. Das sieht so aus nach Leuchtfeuer. Gehen wir hier runter. Der Mond, Titanit. Schön. Bringt mir zwar gar nichts gerade, aber schön. Kann ich meine Quillax Fury Blade dann direkt upgraden auf sonst wohin? So, ich weiß, man kann hier drauf springen, um da oben dann reinzukommen. Aber hier seht ihr da oben, rot leuchtet, ne? Ich möchte ja gerne erstmal speichern. Einen Respawn Point haben. Darüber gucken, ob wir einen Trigger vielleicht überrannt haben. Brauchst Menschlichkeit steht hier. Und hier vorne? Brauchst Menschlichkeit. Wenn ich menschlich wäre, würde das sich zu mir rüberdrehen? Gucken wir mal, ob es oben irgendwo einen Sprecherpunkt gab bei den großen Viechern. Ha. Mal in die Räume hier rein. Da rechts große Viecher sind und links große Viecher sind, gehen wir einfach mal hier lang. Auch Menschlichkeit. Sagen Sie mir immer. Ah. Ja, ist schon klar. Hey, wer bist du denn? Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Oh, cool. What is it? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my calling. Ich könnte sie umbringen, dann würde ich auch ihre Seele bekommen. The bonfires attended by the keepers are special. They are linked to one another, and their flames never die. Yet never shall the keepers of these flames meet. If you require rest, now is the time. That is, after all, what the bonfire is for. If you require rest, that is. Okay. So, den Speer könnte ich jetzt verstärken. Das sag ich jetzt mal so. Oh, der braucht nur graue Brocken. Graue Brocken. Graue Brocken. Scheint wertvoll zu sein. Ich klebe die lieber auf. Ich brauche Funkeltitanit für Drachenschuppen.
zwei Gargoyle-Äxtchen. Ein richtiges Schild hier. Reparieren wir mal, was wir können. Hier kann man einmal alle reparieren. Aufsteigen. Ich müsste 2 Punkte hier reinsetzen für noch eine Magie. Oder ich könnte mal ein bisschen Vitalität hier reinpushen. Und ein bisschen Kondition. Dann haben wir noch eine Menschlichkeit. So. Jetzt machen wir es menschlich. Entfachen das Ding. Oh, das ist schon einfach. Ah, Verschwendung. So, jetzt gucken wir da, wo steht braucht Menschlichkeit. Ob es da jetzt weitergeht. Bevor ich mir hier meine Menschlichkeit wegnehmen lasse. Er hält sich aus. Ah. Warte mal kurz. Die respawnen auch. Eine richtige Rüstung hier. Ist doch blöd, dass dieser Rock da stärker ist als alles, was ich habe. Ah, er ist sogar runtergefallen. Ha, da kam er noch vorbei. Ah. Bin mal gespannt, aber die Menschlichkeit ist jetzt dem bewegt. Oh, der Gaga respawnt nicht. Was ist hier? Hatha Master. Naja, nö. Brauchst Menschlichkeit. Brauchst Menschlichkeit. Brauchst Menschlichkeit. Bewegt sich trotzdem nicht. Da unten ist der Schalter. Und ein Schalter. Ah. Ich würde sagen, wir erkunden in der Folge jetzt noch oben alles. In der nächsten Folge gucken wir dann, was hier unten so abgeht. Den Parry krieg ich eh nicht hin. Parry Decker wäre cool. Und allererst die beiden da hinten. Schmeiß mir da mal einen Feuerball in den Kopf. Feuerball, Junge. Ist echt? Ja. Au. Thank you.
komm, schlag mal zu, Mister. Mal ab und kein Schaden. Der Feuer bei Junge macht auch keinen Schaden. Ich war gerade so in Schaden, als er macht. Ah, dann bricht er den Schildschlag durch. Kann ich auch draufhauen. Hilft ihn da auch. Der Mond-Titanit. Gibt es ein Stäbchen zu kaufen irgendwo? Nicht? Schade. Andere Seite noch erkunden. Hätte die große Feuerpeitsche vielleicht lernen sollen? Oh ja, der Blick in die Sümpfe ist ja nicht so schwer. Ich kann jetzt so Quileck springen, weil... Versuch's mit Dresche. Ja, schön, du kriegst die Seele von dir. Perfekt, so alles mal durch. Versuch's mit Hinterteil. Man kann so viele Wände, wo man durchschlagen kann. Testen. Naja, komm. Komm schon, ich hab dich erwartet, du musst mal näher rankommen. Noch mal ein Stück. Die blocken könnte, wenn ich mir trauen würde. Ausweichen ist mein Ding. Ach komm, es ist blöd, dass die. Au! Lass mich mal wegkommen hier.
Die Ecke noch. Das Kerl. Hinterteil, wenn ich backsteppen könnte, wäre das cool. Ist einfach bei euch bei der Mimik oder was? Truhe? Gucken, ob die Ketten in welche Richtung liegen? Ne, tun sie nicht. Funkelt die denn nie? Na, willst du mich verarschen oder was, ne? Wenn du mich frisst, bin ich tot, übrigens. Kristallhellebarde. Machen wir mal hier noch eine Warnung hin an unbedarfte Wanderer. Pass auf. Sehr fein. Was steht hier? Achtung vor dir links. Ja, den sehe ich. Mehr als was hier oben kommt. Goldener Nebel? Oh. Versiegelt durch die Macht des Großfürsten Quinn. Okay. Hört die jetzt dann weiter, wenn wir hier unten fertig sind. Gut. Bist du echt? Ja. Dann würde ich sagen, da oben kommen wir eigentlich drauf. Dann war es das für die Folge. Ich bewege uns jetzt noch schnell zurück zum Ausgangspunkt. Lagerfeuer, wir können einmal Level ausgeben. Also wenn wir hier mal lieber auf, falls wir Geld brauchen, um die Seele zu verbinden mit dem großen. So, auf jeden Fall, tschüss, bis zum nächsten Mal.